70 Meter lang ist die Rampe, die von der B4 zu einem Wohnhaus am Coburger Adamiberg hinaufführt. Weil der Beton in die Jahre gekommen ist, muss die Rampe nun saniert werden. Dafür wurde das Betonband in 4 Tonnen schwere Stücke geschnitten. Die werden nun mit einem Kran abgehoben und abtransportiert zum Recycling. Wegen der Bauarbeiten ist ein Fahrstreifen der B4 in Richtung Süden gesperrt. Die gute Nachricht, es bleibt dabei. Denn eigentlich war für den Abtransport der Betonteile eine Vollsperrung vorgesehen. Die Bauarbeiten werden noch bis Oktober 2015 dauern.